find outside the top three, but we can make that up in the race. Project Cars, das Qualifying zusammen mit Lumpy, Gerd, Nick, Andi und mir. Hallo. Hallo, ich bin Hallo. Hallo. Wir befinden uns in Italien, Monza, aber kein GT3, sondern Roadcars, Straßenfahrzeuge der Gruppe C2 und ab geht's. Ja, ich muss neu rein. Warum musst du neu rein? Ich wurde getrennt. Aha. Oh, jetzt habe ich einen blauen Fokus. So, jetzt muss ich doch mal gucken. Wo war das nochmal? Oh, Hilfe. Jetzt muss ich wieder zurück. Dreht, kacke. Jawoll. Also, ja, jetzt weiß ich, wie Lumpy seine Zeiten fährt. Der Nick fährt Renault Megane. Der Andi Audi R1 Quattro. Der Andi ist bekloppt. Richtig. Genau. Der so. Gerd fährt Ford Focus. Der Lumpy fährt Ford Focus. Und ich auch. Also Ford Focus RS, um genau zu sein. Ja, ja. Genau. So. Ford Focus in Silberblau fahre ich. Ist ja geil. Sieht ja mal nice aus. Ich komme jetzt hinterher. Ich lade. Was? Du bist geladen? Ja, wie eine Steckdose. Wer fährt mir denn da in die Karre? Alle. Alumni wieder. Mit seinem komischen Ford Focus RS, der mal auf jeden Fall sowas von viel schneller ist. Und jetzt kommt der Audi. Der Audi. Boah, der Sound. Der Andi. Hoppla. Habe ich den Bremsweg ein bisschen falsch eingeschätzt? A little bit. Kommt, ey, fahrt vorbei. Ja, steht nur noch hier. Hallo, Nick. Hallo. So, jetzt geht's ab hier. Vollgas! Also wir haben uns gedacht, wir nehmen mal Straßenfahrzeuge und wir werden jetzt immer mal ein bisschen was anderes nehmen, weil GT3 sieht man so oft bei YouTube. Und wir dachten mal, wir bringen mal ein bisschen Schwung hier in die Project. Ja. Genau. Naja, oder auch keinen Schwung bei den langsamen Autos. Ja, ist doch egal. Der ist gewöhnungsbedürftig mit dem Bremsen. Der Audi? Oh, ja. Ja. Okay. Ich finde generell die ganzen Kisten finde ich sehr gewöhnungsbedürftig. Und gerade aus dem GT3-Fahrzeug ausgestiegen ist. Ja. Ey, die KI ist mich hier am Totlecken. Das kann doch nicht sein. Da leckt er in mich rein und mich haut's voll gegen die Wand. Was ist das für eine Scheiße? Oh, weißt du. Echt mal kann die gut, ja. Ihr könnt den Nick doch nicht totlecken. Der ist anspruchsvoll, der Audi. Alter. Deswegen fährst du Alter, auch nicht diese scheiß KI spawnt ständig wieder in mir, vor mir, wie auch immer. Ich kann überhaupt nicht fahren. Also bei Nick gibt es die interessante Aufnahme. Ja. Alter! Das ist eine Scheiße hier. Der bricht aus, der Audi, wenn du nicht aufpasst. Jetzt zieh. Aber dadurch, dass ich jetzt die Lautstärke ein bisschen verändert habe, habe ich jetzt aber auch endlich mal wieder einen kernigen Motorsound hier. Ich auch. Richtig knackig. Ah, schon wieder verbrannt. Das wird die Runde nix. Ja, Andi. Oh, hier komme ich vorbei. Dankeschön. Ich habe jetzt mein Lenkrad ein bisschen eingestellt, dass der mich enger in die Kurven ziehen lässt. Das hat er nämlich eben, da hat er dann angefangen, sich zu wehren. Mhm. Da war dann nichts mit Kurven enger nehmen. Jetzt habe ich es ein bisschen runtergesetzt. Jetzt geht's. Jetzt komme ich okay rein. Okay, ja, der hat sich so gewehrt, dass mein ganzer Schreibtisch gewackelt hat. Ja, der die KI leckt so übelst hart. Der gerade vor dir fährt. Vor mir? Ja. Ach, der gelbe Audi?
Ja. Der ist ja auch Audi, der kann ja nichts anderes als schummeln und lecken. Ja, guck dir das doch mal an. Bei mir leckt der immer. Und hier auf der Geraden ist der vor mich geleckt quasi und hat mich da rechts in die Wand reingedrückt. Okay. Okay. Ja dann. Ich bin Zweiter. Wollt ihr mich verarschen? Alter, das Ding ist schlimmer als Pest und Cholera zusammen. Zweiter mit einer 2.16er Runde. Okay. Ja, die sind doch nicht alle durch. Warte mal. Yep. Okay. Ja. Ach, shit. Lumpi ist noch nichts gefahren wahrscheinlich. Doch, ich bin Erster. Ja, jetzt bin ich Dritter. Ich hab noch keine Zeit. Ja, wohl wahr. Ja, du bist eh schlecht. Ich hab auch noch keine. Okay, die Runde wird nicht gewertet. Da hab ich mich rausgeflogen, abgekürzt. Scheiße. Fünfter. Auf eine neue Runde zu fahren. Ja, die Runde hier ist null. Ach, Platzer. Bist du das? Ja, ich bin das. Ich hab dir gerade eine Delle in die Motorhaube gemacht. Ja, das ist schön. Die Runde wird auch nix. Hast du gerade eine Rundenwertung, Nick? Ja. Dann fahren wir vorbei. Bitteschön. Oh oh. Ja, richtig schlecht reingekommen. Ja. So hatte ich das nicht gemeint mit dem Fahren mir vorbei. Oh, Lenk. So, sehr geehrte Damen und Herren, vor uns sehen Sie Nick James. Richtig. Ich blende ab und zu mal die Namen ein, weil ich finde das irgendwie nicer, wenn die Namen so konstant ausgeblendet werden. Ich brette die ganze Zeit hinter Lumpi her. Ihr fahrt da schon euer eigenes kleines Rennen, kann das sein? Ja, ich bin noch zu weit weg. Ich bin noch zu weit weg. Was hat mein Sohn mir mit dem Auto angetan? Ja, der war schuld. Hätte sich auf deinen Sohn hören sollen. Ja, echt mal. 2.14. Ey! Hey! Du Sackratte! Vor allen Dingen höre ich bei mir schön die Bremsen quietschen. Ja, ich auch. Du Hornochse! Schon richtig schön. Ah, fuck. Zieht er mir voll innen rein, ey, während ich in die Kurve einlenke. Ich hab gedacht, ich zieh dann lieber nach innen und dann passt das. Aber. Dass ich schon halb in der Kurve war. Dein Rückspiegel ist ja nur Deko. Ja, ja. Ich hab schon mehr. Hui. Mein Auto kann springen. Ja, hab ich gesehen. Wie der Flipper in der Maya. Aber ich finde den Zaun von der Karre so mega anstrengend. Ach ja. Ich glaube, ich hätte noch mal ein bisschen leiser lassen sollen. Ja. Mayo bleibt gut hinten dran eigentlich. Ja, Mayo, lässt dich auch ein bisschen vorziehen, damit wir uns wieder in die Quere kommen. Mayo ist ja nett. Ich bin ja kein Andi. Andi, sein, ich hab freie Fahrt. Ja, du hast freie ja alle Fahrt auf Seite mit, geschoben. Freie Fahrt mit Marzipan. Bitte! Andi das Geile hat einfach ist, alle weggeschoben. Auf der langen Geraden kannst du das Lenkrad loslassen. Der Wagen bleibt wunderbar in der Spur. Geradeaus geht, sollte er das ja eigentlich auch. Ja. Also das funktioniert ja richtig gut. Oh, 2.15. Passte gerade zu meinem Motorgeräusch. Ja, zu meinem auch. Der Nick mit dem Bremspunkt versaut. Mein Gott! Was?
Ja, ich musste ein bisschen früher einbremsen und dann ein bisschen stärker, sonst hättest du im Heck jetzt auch noch eine Delle. Ja, okay. Ich habe so gebremst, dass es genau gepasst. Was kann der denn nur überhaupt? Schlechtere Bremsen. Lahmerer Motor. Oh. Was bist du gefahren? 2,19. Wow. Oh, ey. Ja, bedank dich mal bei deinem Sohn. Wird direkt 2 Wochen Stuben noch essen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon eine gewertete Runde habe. Kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Ich bin 7. Kommt mir aus dem letzten Qualifying bekannt vor. Also wir drehen das gerade nochmal, weil bei Lumpi die Aufnahme nicht funktioniert hat. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann machen wir das aber nochmal. Oh! Rausgedreht, schade. Okay. Ja. Hast du es gesehen im Rückspiegel, oder? Ich? Lumpi, nein. Jawohl. Nein. Aber wisst ihr, so viel zum Thema, Gerd fährt auf der Straße auch so. Ja, so fühlt ab der Ziellinie seitlich auf die Schikane zu. Gut. Macht sich gut, Gerd. Ja. Lohnt sich, läuft bei dir. Ich meine, ich fahre hinter Lumpi hinterher, er kommt mir nicht weg. Er kommt nicht aber, weg. Aber ich habe keine gewertete Rundenzeit bis jetzt. Okay. Wow. Ah, Mist, zu schnell genommen, die Schikane. Ja, wie gesagt, bei Lumpi hat es halt die Aufnahme verhagelt und dann haben wir ihn verdeckt und dann machen wir das neu. Das wäre ja blöd sonst. Ihr wisst ja eigentlich, warum Nick gerade so leid ist, weil er Erster ist. Zehner, ja, ich komme! Ich konzentriere mich, weil ich mich auf der 1-2-11-2 garantiert nicht ausruhen möchte. Ich trete den Audi gerade bis zum geht nicht mehr. Bist du ausgestiegen, bist du am Treten von hinten oder was? Jetzt bin ich schon mal 10. Gucken wir mal, mehr drin ist mit der Karre. Eine gewertete Runde. Ganz gut. Ja, ich bin hier auch so am Treten gerade. Da wird wirklich jeder Gang bis in den knallroten Bereich ausgefahren. Das Schlimme ist, ich fahre gute Rundenzeiten. 2:12:01. Nur eine scheiß Schikane und es hat mich rausgehauen. Ja, das bricht dir da natürlich zeitlich das Genick, ne? Ich bin ja trotz Ausflug 2:12 gefahren. Trotz Ausflug. Das ist es ja. Trotzdem ist die Runde am Arsch durch den Ausflug. Ja. Du sollst ja auch keinen Ausflug machen. Ja. Alter, ja. Nie wieder Aachen, die Badetücke immer noch weh vom Laufen. 2 Liter habe ich noch, dann schafft er. Oh, ich habe nur noch 0,6, ja, kann ich die Runde sowieso. Ich trete durch. Ich habe noch 5,7, das geht. So, eine Runde schaffe ich noch. Jetzt ist die Frage, was noch? Ich habe vor mir habe ich Drecks KI, das ist natürlich blöd. Aber ich glaube, Lumpi weiß gerade selber nicht so ganz, wie er vorhin die 2,9 gefahren ist. Kann das sein? Ja,
Lumpi kennt halt Monster, ne? Lumpi konzentriert sich gerade auch ein bisschen, glaube ich. Ich glaube, der will mich haben. Wie kommst du denn darauf? Weiß ich nicht. Ey! Geh weg mit deinem Fokus! Danke! Boah, alles klar. Hier kann ich nochmal richtig gute Zeit mitmachen. Habe ich gerade festgestellt. Können wir mal gucken, wie weit wir mit 0,9 Liter kommen? Nicht weit. Nö. Nee. Halbe Runde vielleicht. Überhaupt. Ja. Training. Wohin? Voll in den Arsch. In den Arsch! In den Arsch! In den Arsch, Arsch, Baby! Ja. Erste gewertete Runde. Okay, das war's. Das welcher war Platz? Fall. Siebter. Du Sau! Deswegen bin ich nur noch Elfter. Ich war auf V7. Jetzt nicht mehr. Ja, merke ich. 2:13:019. Tschüss Gerd, Platz 3. Wie 3? Ja, Platz 3. Gib mir ein Auto her. Alter, die KI schiebt mich. Der Sack. Ja, Platz 3. Scheiße, ist mal richtig kacke auf die Gerade gekommen, weil Kevin vor mir fährt. Bei 13,596. Alter. Kevin Cox, ah. Erste Sektor-Bestzeit, 09 minus. Das liegt doch am Fokus, Mann. Die Runde hier habe ich verkackt. Aber die Runde schaffe ich nicht mehr mit 0,1 Liter Sprit. Ja, ich habe auch nur noch 0,4. Schade. Ersten beiden. Das ist ja zu decken, was ist das? Ersten beiden Sektoren neue Bestzeit gefahren in der Runde. Und dann war der Sprit zu Ende. Scheiße. Ja, ich hab jetzt auch 0-0. Okay, aber wenn ich noch eine Runde schaffen dürfte, wäre schön. Ja, es sind noch 2 Minuten irgendwas. Ja, dann schaffe ich das. Nein, schaffst du nicht mehr. Kürzen wir mal ab. Aber schön, dass ich eine 2:13 fahre und mich noch auf Platz 3 schmuggeln kann. Ich kürze jetzt auch mal ein bisschen ab hier, ein bisschen Sightseeing machen. Die Runde war schlecht, glaube ich. Oh, können wir Auto nochmal zeigen. Jetzt ist da wieder dieser scheiß Audi, der so am Laggen ist, dass ich bei dem in der Nähe gar nicht fahren kann. Und nochmal durch die Büsche. Runde wird ja eh nicht gewertet, ist ja Einführungsrunde aus der Box raus. Ui, aber... Eben. Dann brauchst du keine schnelle Runde in Angriff nehmen, weil direkt vorbei ist. Richtig. Ja. Wow, wer schiebt mich denn da an? Ich habe ja auch nicht mehr. Ich habe ja auch nicht mehr. Ziel. Ja. Ui. Quer durch die Kurven, auch nicht schlecht. Ja, ich drifte hier jetzt gerade mal so ein bisschen in die Kurven. Ganz ordentlich. Jawohl. Ach, Hauptsache Dritter. So. Hoffentlich reicht das jetzt. 2:10:08 bin ich gekommen. Ja, das schafft Lumpi nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wo der gerade ist. Gleich, wenn er dann noch gleich Runden vorbei ist, dann kann er das. Wenn er noch eine gewertete Runde jetzt hinkriegt. Ja. Gleich noch 5 Minuten gewonnen haben. Ja. Nee, Lumpi schafft das nicht. Lumpi ist durch. Ja, dann sieht es besser aus, als würde ich von der 1 starten. Ja, Lumpi 2, ich 3.
Also man muss dazu fairerweise sagen, oh, Fünfter noch geworden. In der Aufnahme, die wir leider verwerfen mussten, ist Lumpi Erster geworden und Gerd Zweiter. Ja. Genau. Und in diesem Sinne freuen wir uns aufs Rennen morgen. Monza Road Klasse C2. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.